Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat dem Iran vorgeworfen, ein geheimes Atomlager zu unterhalten. Das erklärte er in einer Rede vor den Vereinten Nationen. Der Iran besitzt eine weitere geheime Einrichtung in Teheran, ein geheimes Atomlager. In dem werden riesige Mengen an Ausrüstung und Material gelagert, die aus dem geheimen Atomwaffenprogramm des Iran stammen. Netanyahu hatte bereits im Frühjahr behauptet, der Iran habe ein geheimes Atomprogramm. Der iranische Botschafter wies die Vorwürfe zurück. Mr. President, exhibiting Heute zeigte der israelische Showman einige Bilder von Google Street View und behauptete, er habe im Iran neue Atomlager entdeckt. Das ist nur eine weitere Lügengeschichte. Netanyahu wirbt dafür, das internationale Atomabkommen mit dem Iran aufzukündigen, wie es die USA bereits getan haben. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini setzte sich hingegen auf der Vollversammlung dafür ein, das Atomabkommen aufrechtzuerhalten.